Das Molle-System ist eine geniale Sache, weil du Taschen an Rucksäcke und andere Taschen montieren kannst. Das ist super. Aber es ist halt nicht so einfach, auf die Schnelle diese Tasche, wenn die auf einen Rucksack hängt, runterzunehmen. Man muss immer den ganzen Rucksack transportieren. Das ist besonders bei Medic Packs, also bei Erste-Hilfe-Sets, ein Problem. Schau mal her. Da ist ein Molle-System. Da ist eine Tasche. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet und ob auch das was für dich ist, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der René Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Tactical Pouch Halter von der Tasmanian Tiger. Und dieses Teil, als ich das gesehen habe, da haben wir gedacht, das ist wirklich eine geniale Sache. Und das ist auch etwas, was ich persönlich sehr gut brauchen kann. Warum? Also ich habe sie gerade vorher beschrieben, dass bei Erste-Hilfe-Sets, wenn die da irgendwo draufgepackt sind, auf ein Raidpack oder auch auf was Kleineres, ist egal, dann muss man immer den ganzen Rucksack transportieren und kann nicht einfach das einzelne Taschel rausnehmen. Und das ist mit diesem Teil hier jetzt Geschichte. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, eh ganz klar. Und dort kannst du das Ding natürlich käuflich erwerben. Der Punkt dabei ist, das hier, diesen Halter, machst du an den Rucksack zum Beispiel. So. Da sind hier hinten diese Molle-Teile, Molle-Streif, alles so wie es ist. Ich baue das jetzt nicht zusammen, ich meine, das ist primitiv, ne? Dann macht man hier die Klappe auf, steckt das Pouchal, das man halt mitnehmen will, da rein. Es geht übrigens von Tasmanian Tiger, der Tech Pouch 1, Tech Pouch 1 Trema, der Tech Pouch 5 und das neue Medic Pouch, das zeige ich dir dann nachher. So, wird da reingesteckt. Klappe wieder zu. Und dann hält das Teil da drinnen. Ja? Und wenn ich es dann brauche, mache ich die Klappe auf und nehme raus, das hier konkret, das ist der Tremer. Und ja, das geht natürlich beim 1er noch viel einfacher. Ja, ist eh ganz klar, weil der ist kleiner, das Tremer ist ein bisschen größer. Und den 5er habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung, aber wenn das Minienzeiger sagt, dass das geht, dann glaube ich das auch. Aber ja, so. Ideal, passt natürlich rein. Ich glaube, für den ist es auch wirklich passgenau gemacht. Das neue TT Medic Pouch. Das passt rein, wie wenn es dafür gemacht ist, und ich glaube, dafür ist es gemacht. Und die Sache läuft. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich schön gemacht. Ja, schauen wir uns mal das Medic Pouch an. Ja, dieses Medic Pouch hat außer einen Laser Cut, das heißt, das hat nicht mehr die Streifen wie in der Vergangenheit. Das ist vielleicht ein bisschen ziviler oder vielleicht ein bisschen unauffälliger, funktioniert aber trotzdem. Dann hier eben ein Klettflauschi drauf. Dann innen. So wie beim Trema, ich weiß nicht, ob du den kennst, da sind da solche Schlaufen, solche Gummizüge, damit man Erste-Hilfe-Ausrüstung platzieren kann und eben hier noch einmal eine Netztasche. Leider nicht geschlossen, die Netztasche, sondern ganz normal, aber soll so sein. Man kann auch hier diese Schlaufen, die hier da sind, mitnutzen, ist auf jeden Fall denkbar. Ein D-Ring, ja, also ein ganz normales Pouchal. Was neu ist, ist auch das Molle-System hier hinten, nämlich die Streifen. Wenn du jetzt sagst, ich will nichts mit dieser Halterung hier arbeiten, ich brauche das nicht, sondern ich will dieses Teil fix an einem Rucksack oder am Gürtel montiert haben, wobei Gürtel ein bisschen schwieriger ist, aber da komme ich gleich dazu, dann gibt's jetzt, sind jetzt hier hinten diese Molle-Streifen nicht mehr auch dieses Material, dieses Couture-Material, sondern irgendwas anderes, irgendein anderes Plastikzeugs. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich gebe da unten den Link, da sind eh in meinem Shop, da sind eh alle Daten angegeben, aber das fühlt sich so an wie den Gürtel, den die haben, diesen Tactical-Gürtel. Also das ist massiv reißfest und ist eine tolle Sache. Und auch das Einschleifen, früher gab es da diese Druckknöpfe, oder gibt es auch noch immer bei den anderen Tech-Pouches, Drückknopf, das ist hier jetzt auch anders. Und daher, und das muss man gleich dazu sagen, ist es jetzt vielleicht für den Gürtelanbau ein bisschen anders zu handhaben. Das muss einem bewusst sein. So, nett. Wirklich nett. Hier oben gibt es dann auch noch einmal eine kleine Lasche. Ich glaube nicht, dass die dafür gemacht ist, um hier Ausrüstung anzubringen, sondern dass man das irgendwie halt hat. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses ganze Pouch-Teil. Da hinten kann man auch noch einmal, durchstecken. Ich habe den jetzt noch nicht wirklich getestet. Ja? Also hier hinten, da kann man komplett durch. Meine Finger, die berühren sich da jetzt. Ich habe ihn jetzt noch nicht getestet. Also ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was er alles kann. Ich werde das aber nachholen. Das hier ist sozusagen mal die erste Vorstellung. Auch das Material von diesem Pouch-Holder, das ist auch dieser Kunststoff. Ich hoffe, die Kamera schaltet gleich scharf. So, das ist auch dieser Kunststoff. Also sehr, sehr leicht und trotz alledem massiv reißfest. Also da geht gar nichts.
Und das ist ja auch der Punkt dabei. Also ich will ja nicht, dass diese Halterung massiv Gewicht aufbaut, sondern das soll ja auch leicht sein. Und das macht das auf jeden Fall. Auch hier gibt es diese Druckknöpfe, jetzt hinten bei den Mollestreifen nicht mehr, sondern das ist auch über dieses kleine Teilchen hier, hält das Ganze dann fest. Soll so sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das Ding genial, als ich das erste Mal gesehen habe und gedacht, endlich habe ich eine Lösung für ein Problem, nämlich für mein Medic Pouch, also ich sage es auf Englisch, und wenn ich es auf Deutsch sage, ist das erste Hilfeset, ja, und damit alle glücklich sein können. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, schreibt mir unten einen Kommentar, und da ist das Ding einfach super. Und jetzt mag ich dir noch einmal einen Kommentar bitten. Welches Einsatzgebiet, für welche Teile könntest du dir das noch vorstellen, nämlich bei dir? Das wäre einfach super, wenn du das machen magst, mal einen kleinen Kommentar schreiben, Daumen nach oben oder nach unten, Link zu all den Produkten, billige Eigenwerbung in meinem Shop, das ist eh ganz klar, aber andere Videos und Abo und bis bald, dein René Osman.